Ja, liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal. Ja, bevor es jetzt losgeht mit dem eigentlichen Spaß, ne, habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Ja, am Freitag, wann ist er dann? Jetzt am kommenden Freitag, also für euch morgen, ist das der 28.? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kommt da wieder ein Livestream. Endlich mal wieder. Ich habe die Zeit gefunden und da dachte ich mache mal wieder einen Livestream. Mit ganz skurrilen Gästen. Ja gut, was soll ich sagen? Ich habe das genommen, was noch übrig ist. Das ist ja wie beim Netto, beim Rewe. Also wenn der Joghurt kurz vorm Ablauf ist, weißt du, gutes oder bei Bäcker gutes vom Vortag zum halben Preis oder wie gesagt der Joghurt, der kurz vorm Ablaufen ist, ne, mit so einem leichten ranzigen Nachgeschmack, also Ü30, Ü40 Party, Reste ficken, wie man das auch nennt, also es war nichts Besseres verfügbar. Nein, Spaß, ich vergesse das. Ich bin total froh, dass gewisse Leute zugesagt haben. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Kommt auf jeden Fall mit vorbei. Ich denke mal, wir haben definitiv großen Spaß miteinander. Und ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon, besonders auf zwei Personen. Und um was geht es? Es geht, ich sag mal so, altbewährtes machen wir. Auf jeden Fall in erster Linie geht es um Spaß und Film. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Video. Ich habe mir gedacht, ich reagiere mal auf den Hengst. Der Hengst reagiert ja auf alles Mögliche. Rektalherpes, mein Hund besorgt es mir, mein Freund stinkt und was weiß ich nicht alles. Und der Benni sagt immer zu mir, Patrick, reagier doch auch mal. Und das habe ich dann mal getan. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so hundertprozentig mit einverstanden. Das war so mein erster Versuch, dann zwischendurch musste ich aufspringen, weil ich gesehen habe, ich habe nur noch 1% Akku, musste Stecker reinstecken und ja, ich habe dann mal mich abends hingesetzt und habe auf zwei Videos reagiert. Einmal auf den Benni sein Video und eins auf dem Movie Picker. Das vom Movie Picker finde ich persönlich ein bisschen witziger. Ja, da hatte ich dann ein bisschen so Übung drin. Man muss ja auch erstmal warm werden mit dieser neuen Materie und auch mit den Programmen. Und ja, auf jeden Fall, jetzt kommt das Reaktionsvideo zu unserem Hengst. Und ja, dass einer denkt, der Patrick macht da was nach. Nein, um Gottes Willen, das ist dem Benni sein Dingens. Und ich will dem Benni auf keinen Fall hier was nachmachen auf YouTube. Das ist genau sein Shit und er soll das auch weitermachen. Und und jetzt seid ihr natürlich dran. Wenn euch das natürlich gefällt, ne? Auf jeden Fall, es kommen zwei Teile, wie ja schon erwähnt. Und wenn euch das wirklich gefällt, dann vielleicht macht der Angler weiter. Und und jetzt lehnt euch zurück. Guckt euch mal die halbe Stunde da an. Ich sag nur, oh. auf jeden Fall. Ja, viel Film ab, oder wie sagt man? Ja, auf jeden Fall viel Spaß und denkt dran, am Freitag Livestream. Ja? In diesem Sinne, euer Filmangler, Horido! Ja, ich hoffe, es ist jetzt an. Ja. Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid und heute mal in einer ganz kuriosen Ansicht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich reagiere mal auf den Hengst. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme hier alles so funktioniert. Ich habe keine Lust, mir den Gulasch hier zweimal anzugucken. Ne, beim zweiten Mal ist der Gag ja dann weg. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Der Benni sagt immer zu mir, Patrick, wann machst du mal ein Reaction-Video? Und heute mache ich das mal. Also das Video ist gewidmet an unseren Hengst. Und ich dachte mir, das ist gerade perfekt. Er hat nämlich ein Mystery-Paket bekommen von den Fritz Honker, ne? Aus der Discord-Gruppe. An dieser Stelle, lieber Fritz, alles, was hier jetzt hier gesagt wird, das ist alles nur Spaß. Ich weiß, du verstehst Spaß. Und ich weiß auch, dass deine Frau, die Lea, Spaß versteht. Und ihr guckt es euch an. Es ist, ist immer noch der Wahnsinn. Ja, ich habe bereits ein Mystery-Paket bekommen vom Fritz.
Ich glaube auch der, wie heißt er, der Dicke. Keine Süßigkeiten für Picke. Der Picke hat ein Mystery-Paket von denen bekommen. Und aber auch, ja, wer war der denn noch? Ich glaube, die Ossis, gell? Die Ossis haben auch ein Paket bekommen. Ja, ja, und dann dachte ich, ich tue jetzt mal auf den Hengst reagieren. Der hat ja auf jeden Scheiß reagiert. Oh Gott, oh Gott. Mein Freund, der stinkt und ich werd geil und der eine lässt mich vom Hund besteigen und was für kranke Sachen. Und ja, Benny hat sich ja noch Hilfestellung geholt, Lingam massieren und andere Zeug, Fläumchen massieren und was weiß ich nicht alles. Also pure Comedy. Also ich finde das ganz, ganz große Klasse. Benny, so wie du das machst, ich hoffe, da kommen noch einige gute Videos. Es macht mir auf jeden Fall wirklich Spaß. Und ich will auf keinen Fall den Benny jetzt irgendwie in einer Weise oder irgendeiner Form kopieren oder nachmachen, um Gottes Willen. Das machen wir untereinander nicht. Aber ich, da ich hier die Aufforderung vom Hengst habe, reagier doch mal, dann muss der Angler reagieren. Und ich hoffe, liebe Abonnenten, ihr habt Spaß mit dem Video. Und wenn ihr sagt, oh, das ist ein interessantes Format, gerne öfter. Nur ich werde es nicht so oft machen wie der Hengst. Weil ich bei manchen YouTube-Kollegen bin ich schon ganz heiß darauf, wenn die neuen Videos rausbringen, dann will ich die sofort gucken. Und das Video ist jetzt schon mehrere Tage online und ich war doch schon ein bisschen nass auf das Video. So, ne? Okay. So, wir fangen jetzt mal an. Ich hoffe, das funktioniert hier alles. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr in den Scheiß hier. Wie lange geht denn der Scheiß hier? 23 Minuten. So, jetzt sind wir schon 10 Minuten am Quatschen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich hoffe wirklich, dass das hier alles funktioniert. Bild und Ton und hast nicht gesehen und... ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich hatte das schon mal probiert beim Picker sein Video und dann wollte ich immer Pause machen, weil ich was dazu sagen wollte. Und jedes Mal bin ich hingegangen, habe die Aufnahme gestoppt und wieder neu gestartet. Wie ich fertig war, hatte ich dann 17 Videos hier auf dem PC. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so... Ich fange jetzt einfach mal an. So, jetzt geht's los. 3, 2, 1. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke mal, vielleicht habt ihr das Video vom Hengst schon gesehen. Ich noch nicht. Nur den Anfang. Die ersten 10 Sekunden, weil ich eben schon... Naja, egal. Allein schon die Musik. ganz große Spaß. Die besten italienischen Videos für mich. Er hatte den Movie Picker. Das eine ist vom... Vom Fritz Honka. Er hatte den Filmangler. Ach Gott. Von den Fritz Honka. Um den dreht sich das heute. Hier, der Fritz Honka hat mir ein Mystery-Tauschpaket geschickt. Beide. Er hatte den Dave von Dave's Movie Place und den Schorsch. Wusste ich doch. Die Ossis. Der Kevin hat mich angeschrieben. Und ja, ob ich nicht Interesse hätte an einem Mystery-Paket-Tausch. Und nun bin ich dran. Hallo liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Filmhengst. Und zwar, wie ihr schon gelesen habt in der Videobeschreibung, habe ich ein Mystery-Tauschpaket. Ist er nicht süß? Guckt euch doch mal allein diesen süßen Dackelblick an. Also wenn der mit diesem Gesicht auf der Tinder-App sich anmelden würde... In diesem Gay-Bereich. Ich glaube, der kann sich vor Anfragen nicht retten. Guckt euch das doch mal an. Dieser Blick, das ist doch Wahnsinn. Hä? Da werden Frauen, weiß ich nicht. Ja doch, die stehen ja auf so kleine Minderheiten und Hunde und kleine Italiener. Herrlich. wie gesagt, Benny, ist nur Spaß. Gell? erhalten. Und zwar, wie kam es dazu? Ihr kennt ja bestimmt die Fucking Freaks Discord Gruppe. Da sind ja viele Leute drin. Sehr gute Leute. Macht richtig Spaß, mit denen zu labern und alles. Zu tauschen, über Filme zu plaudern.
Das stimmt, das stimmt. Muss man ganz ehrlich sagen. Wirklich, kommt in die Discord-Gruppe. Es macht ganz großen Spaß. Wie oft das so ist, ihr habt daheim dieses Hobby Filme sammeln, vielleicht noch Figuren mit dabei oder der eine noch mit Hörspiel und dann in einem eigenen Familien- oder Bekanntschaftskreis, dann denken die Leute, du bist bekloppt. Und dann stehst du doch stellenweise sehr viel alleine mit deinem Hobby da. Und bei der Discord-Gruppe kommt einfach vorbei. Da ist jeder so bekloppt wie ihr. Also, es ist tatsächlich so. Gucken wir uns das mal weiter an hier. Und so weiter und so fort. Und da hat mich... Ja, da hat mich... Da hat mich... Ausländer. Der Fritz Honker angeschrieben und hat mich gefragt, hättest du mal Lust auf ein Mystery-Tauschpaket? Ich schick dir was und ich schick ihm was. Mein Paket für ihn ist gestern rausgegangen. Seins habe ich jetzt schon ein paar Tage hier liegen, aber ich habe es mir jetzt fürs Wochenende. Und schon würde ich gerade wieder anfangen, am liebsten zu spulen. Komm, Benny, mach hin! Wochenende aufgehoben. Und ja, ich zeige euch mal das Paket. Sieht so aus. Ja. Er hat mir noch geschrieben, das sind zwei Pakete. Ja, ich sehe es. Und er hat mir noch geschrieben, da ist eine Spezialität aus seiner Region. Nudeln. Ich glaube, dem Benni geht das genauso wie mir. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, da stellenweise ein Paket zu erhalten. Und manchmal bekommt man dann mehr zurück, als man eigentlich gegeben hat. Und wahrscheinlich geht er auch so mit gewisser Ehrfurcht an das Paket ran. Und ich weiß, wie das immer so ist. Manchmal dann versuchst du immer, das in die Länge zu ziehen. Und ich muss mich beeilen, sonst seid ihr alle weg. Ja, das ist live. Zack. Sonst, glaube ich, wärt ihr weg gewesen von der, von Agu. Agu hat sich schon gemeldet. Das wäre ärgerlich gewesen. Meine erste Aufzeichnung und, naja, egal. Ist halt der Angler wieder total, total organisiert. Ja, man geht da schon mit gewisser Ehrfurcht da dran, Mann. Also ich zum Beispiel habe immer Angst, dass vielleicht derjenige mit den Reaktionen, mit meinen Reaktionen vielleicht nicht einverstanden wäre. Vielleicht geht dem Benni ja dasselbe durch den Kopf, man weiß ja nicht. Drinne. Bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt mal das Paket auf und dann schauen wir mal rein. Ja, er nennt sich im Discord Fritz Honker, aber ich habe so mitgekriegt, dass er Kevin, glaube ich, heißt. Ne? Also, ich nenne dich trotzdem Fritz. Nenn dich Fritz. So, dann mache ich mal auf. Ich bin da richtig gespannt, was ihr mir da Schönes rein hat. Und Leute, wer noch nicht in der fucking Freaks Discord-Gruppe ist, reingehen, Leute. Rein. Rein. Es macht richtig Spaß, wie gesagt. Richtig tolle Leute sind da vertreten. Guck mal, sein Filmlogo auf dem T-Shirt, das hängt in der Bauchfalte drin. Entschuldigung. Macht einfach nur Spaß. So, so, ich mach das jetzt mal. Also, sind zwei Pakete, ne? Ich würde sagen, ich fange... Mit dem Kleinen. Fang mit dem Kleinen an. Hier an. Jawohl. So, also. Mal schauen, was der Fritz mir da Schönes rein hat. So. Ja, Blu-rays, okay. Dann, ich leg's mal hier hin und fass mal rein und schau mal. Da hat dieser Blick schon wieder. Na, sind zusammengeklebt. Okay, erster Film. Okay, habe ich nicht. Schon mal gut. Film sagt mir gar nichts. Kenn ich ab 12, okay. Mit Jeff Bridges und
Ryan Reynolds. Ja, R-I-B-D oder wie das heißt. Ne? Ryan Reynolds. Und zwar R-E-I-P-D. R-I-I-P-D. Rest in Peace Department. Sehr, sehr gut. R-I-P-D. Sie schicken die Toten zur Hölle. Body Action aus dem Jenseits. Als tote Cops machen Jeff Bridges und Ryan Reynolds mit der Comic-Verfilmung R.I.P.D. den Man in Black Konkurrenz, okay? Dass er den jetzt kennt, das wundert mich gerade. Bin ich mal gespannt. Fritz, danke schon mal. Schon mal. So, nächster. Noch original verpackt, ey. Alter. Respekt. Ah, du bist ja verrückt. Hast du den extra gekauft für mich? Sollst du doch nicht. Komm, zeig. Boah, ey, Bombe. Also auf sind vier Filme von Jean-Claude Van Damme. Oh. Gut, Leon habe ich mir erst letztens jetzt in der Classic Cult Collection geholt. Black Eagle, den habe ich mir doch auch geholt. Ey, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mir gekauft habe. Was ein Film, Messi. Er weiß jetzt schon nicht mehr, was er sich schon so gekauft hat. Wahnsinn. Sequest, okay, den habe ich nicht. Und Slinger, schaut mal. Alle guten Dinge sind vier. Sind da alle vier Filme auf einer Disc? Ich mach das jetzt mal auf. Aber auf jeden Fall top. So. Ja, muss ich jetzt mal aufmachen da hier. Ja, es sind alle vier Filme auf einer Disc. Ob da die Quali, ne? Aber ist wurscht. Und dann noch neu. Vielen Dank, ey. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mich würde mal interessieren, ob der den Slinger kennt. Ob der weiß, dass das der Cyborg-Film ist mit Van Damme. Jean-Claude Van Damme, wisst ihr ja, sammle ich ja auch seine Filme. So, nächstes. Bis jetzt einmal frei. Sind auch wieder zwei. Ich schaue noch mal rein, ob da irgendwas noch drin ist. Nein, ist wieder Zangiel. Und ich merke schon wieder, es sind ja wieder OVP, oder? Nee, der nicht. Okay, nächster. Geil, habe ich auch nicht. Was hast du denn überhaupt? Okay. Und zwar Mutants Uncut. Ah, den. Warte mal, weil ich gerade die CD sehe. Der sagt mir was, auf jeden Fall. Aber ich weiß nur nicht. Also in der Sammlung habe ich ihn nicht. Aber ich glaube, ich kenne den Film. Ja, und zwar Jane, Mutants. Nee. Uncut. Ja, der wird mir aufgefallen. Schwarz-Weiß? Premium Edition. Das sind hier. Weil das die CD, das Cover hier von der CD. Das sagt mir irgendwas. Ich glaube, das. Ist es von der DVD? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Okay, dann sind hier noch Karten drin, Postkarten. Kann ich euch auch mal zeigen.
Sieht aber gut aus. Ah, geil. Geil. Bis jetzt echt. Also habe ich bis jetzt nicht die Filme in der Sammlung. Das ist top. Benni, wenn der Film dir nicht zusagt. Okay. Ja, der Film sagt mir auf jeden Fall was. 28 Days Later trifft auf Dawn of the Dead. Packendes Splatter-Kino. Limited Edition. Cool, ey. Ey, wirklich geil. So, nächstes. Wieder UVP. Sagt mir auch nichts. Was? Miller's Crossing. Sagt euch der Film aus? Also mir gar nicht. Den ja, packe ich auch mal jetzt aus, gleich, wenn ich es schaffe. Ich weiß auch stellenweise wirklich nicht, soll ich schwätze, wenn das Video läuft, um vielleicht die Gesamtlaufzeit ein bisschen gering zu halten, oder soll ich jedes Mal auf Pause machen? Ich mache einfach mal so weiter. Aber der Film selbst sagt mir auch nichts. Das darf ich. Ich meine, ich hätte eben auf die Schnelle irgendwas gelesen, irgendwas von den Coen-Brüdern scheint da zu sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay. Na, sag was. Sag mal, ziehst du ein Update oder was? Okay, es geht um Gangster. Okay. Banden. Okay. Der Film sagt mir wirklich gar nichts. Komm, Miller's Crossing. Okay, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. So, also das war jetzt das kleine Paketchen hier. Auf jeden Fall ins Schwarze getroffen. Sehr schön, freue mich. So, und jetzt machen wir hier das hier auf. Bin ich gespannt. Kann ich das schon so aufmachen? Ja. Okay. Ich mach's mal ganz auf. Ich sehe schon was zu naschen. Du brauchst dann aber zu naschen, weißt du? Auch schon rund, wie so hoch wie breit. Das ist immer gut. So, ich mach's auf. Jawohl. Allein schon diese Lache wieder. Also so darfst du am Spielplatz nicht rumlaufen und lachen. Dann bist du gerade verhaftet. Hey, Guter. Jawohl. Warum ist die schon offen? Ja, bestimmt vom Transport. Und wahrscheinlich der Picker wieder zurückgeschickt, hat nicht geschmeckt. Okay, auf jeden Fall auch richtig ins Schwarze getroffen. Ja? Spaghetti. Jawohl, ich liebe Spaghetti. Ich liebe sie. Die werde ich essen, aber beste Marke ist Barilla, komm. Spaghetti Nummer 5 oder irgendwas. Wie oft sagt er das? Beste Spaghetti. Patrick gibt Barilla. Oder Buffette. Da die platte Spaghettis. Barilla. Merkt euch das. Top. So, dann noch irgendwas zu. Okay. Halurenkugeln. Schokolade geht immer. Die kenne ich gar nicht. Halt, kenne ich überhaupt nicht. Sehr schön.
Und wenn ich morgen die Filme mir reinziehe, wird es vernichtet. So, dann noch was. Bambina. Bambina. Ich auch nicht. Zartbitter, Bambina. Ja, das ist diese Schokolade aus dem Osten. Die hatte ich auch bei mir drin. Aber so lecker war die eigentlich gar nicht. Nee. Ich hatte kein Zartbitter, ich habe was anderes. Vielleicht kriege ich nächstes Mal von euch, liebe Lea, Zartbitter. Auch Schokolade. Schokolade geht immer bei mir. Ja, sieht man. Herrlich. Herrlich. So, okay. Jetzt sind noch Filme. Mit der OVP. Du bist doch... Alter. Boah. Running Dead 3D. Schau dir mal mit dem... Das Cover, Lendicular-Cover, oder? Ist irgendwie ein bisschen verschwommen, aber ich kenne den auch nicht. Running Dead. Auch noch original verpackt, ey, du bist doch verrückt. Ey, du bist echt verrückt. Ja, der Fritz verschickt keine Scheiße. Running Dead. Ab 18. Mache ich auch gleich auf, Leute. Das Cover ist geil. Das Cover ist richtig geil. Oder ist das... Ist das ein... Nee, das... Das sieht geil aus. Ja, halt 3D, ne? Das Cover ist so 3D-mäßig. Ja, ihr müsst entschuldigen mit seinem... treu doofen Dackelblick hat er es nicht so mit 3D. Der erkennt das nicht so mit dem Lenti-Kram da. Ah, okay. Kenn ich auch nicht den Film. Kenn ich nicht. Und da hier ist die CD noch extra. Geil, absolut geil, ey. Wahnsinn. Nächstes. Die sind doch alle neu verpackt, ey. Fritz. Ey, ich hoffe nicht, du hast extra jetzt die Filme für mich gekauft. Habe ich auch nicht in der Sammlung. Oh. Das Cover. Und lass mich raten, zu dem Film kannst du wieder nichts sagen, weil du sagst, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Ist aber wirklich Wahnsinn. Es gibt so viele Filme, man kann einfach nicht alles kennen. Das ist, wow. Und zwar Sorority Party Massacre. Muss ich so machen. Schau doch mal den schönen Arsch an. Hm? Ja, das hast du gesehen, gell? Auch original verpackt. Ein Film von Chris V. Freeman, Paranormal Incident. Slasher-Film, denke ich mal. Ja. Ja, kannst du mit deiner Frau da mal einen schönen romantischen Abend einklingen lassen, hä? Mit deinen Barilla-Nudeln und Schokolade und dann guck dir ein bisschen Massaker. Bombe? Nächster. Okay. Auch wieder schönes Cover, finde ich. Goddess of Love. Habe ich auch nicht. Goddess, ihre Leidenschaft ist dein Tod. Der macht das ganz schön spannend. Film sagt mir auch null.
Ist das ein Vampirfilm oder was? Dämons. Geil. Hey Fritz. Du bist der Hammer, ey. So, nächster. Okay. Deutscher Film. Okay, deutscher. Und schon scheiße, Benny. Deutscher Film. Scheiße. Film? Ja, ja. Ist nämlich gar nicht sein. Uwe Ochsenknecht, okay. Nena? Nena? Viel mehr geht nicht. Ein temporeicher, traurig schöner Film mit zwei herausragenden Darstellern. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das ist Fakt. Uwe Ochsenknecht. Wo ist er denn? Hallöchen, Benny. Ich guck mir gerade dein Video an und bin da drauf am Reagieren. Der Film mit Uwe Ochsenknecht. Das ist doch nichts für dich. Ha? Kannst du... Ne? Denkst du an mich, gell? Was aber wieder ein Blick drauf in dem Video. Ist ja Wahnsinn. Okay. Wie man ja sieht, spielt er dann Rollstuhlfahrer. Da bin ich auch mal gespannt. Wahnsinn. So, jetzt noch, so ich sehe, wie ich fühle, zwei Stück noch. Jackie Chan. Ja, Jackie Chan. Habe ich da einen in der Sammlung an Jackie Chan? Ich habe überhaupt keinen Jackie Chan für den Sammlung. Dann brauchst du auch jetzt nicht damit anzufangen. Ich mag ja die alten von ihm, die Knochenbrecher-Filme und so. Boah, die sind Bombe. Die sind richtig Bombe. Da gibt es auch nicht so viele auf Blu-ray, glaube ich. Und wenn, dann sehr teuer. Jackie Chan und Pierce Brosnan. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. The Foreigner. Foreigner. The Foreigner. Auch noch nie gesehen. Erstklassige Action. Er hat ja auch so ein super Englisch drauf, wie der Angler. The Foreigner. Ich würde jetzt sagen The Foreigner. Benny, musst du dir auf jeden Fall angucken. Ist ein sehr, sehr guter Film. Natürlich kein Jackie Chan Film, wie man das von ihm kennt. Ist halt ein bisschen ernster, aber fantastisch. Sehr, sehr gut. Thriller. Okay. Bin ich auch mal gespürt. Keine Ahnung. Geil. So, und jetzt der letzte. Okay. Sagt mir an. Also, Fritz. Bis auf Leon und Black Eagle habe ich, glaube ich, auch. Ansonsten hast du echt ins Schwarze gedacht. Ich freue mich, ehrlich, ich freue mich. Film sagt mir auch wieder gar nichts. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin. No Country for Old Men. Jetzt sag nicht, du kennst ihn. Es gibt keine Flucht ohne Spuren. Stimmt auch wie ein Thriller oder was? Der kennt den. Spannend, düster und extrem gewalttätig. Herrlich, echt. Geil. Den muss ich absolut auch geil. Ein toller Film. Absolut geil. So. So, Paket ist leer. Also Fritz, ich werde mich jetzt gleich mal bei dir melden. Ich sag echt vielen lieben Dank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bombe. Ich hab dir ein paar mehr Filme rein. Nur zur Info. Aber ist ja wurscht. Kommt von Herzen. Also echt Bombe. Bombe. Also, du bist... Ich freue mich echt. Ich bin ein bisschen sprachlos. Dann auch bei dir... Damit hast du mir auch eine Freude gemacht, weil ich habe nämlich gar keine Spaghetti mehr zu Hause. dann da hier das zu naschen.
einwandfrei. Fritz, vielen lieben Dank. Ich hoffe auch, dass dir mein Paket gefällt. Echt, ich hoffe es. Und ja, Leute, wie ich schon gesagt habe, in der fucking Freaks Discord-Gruppe sind einfach super herzensgute Menschen. Und so muss es sein, dass man sich schön austauscht über Filme und was weiß ich noch. Ja, also dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und Leute, schreibt schön in die Kommentare zwecks Filme und so. Freue mich immer auf Kommentare. Und Fritz, vielen lieben Dank, echt. Bin echt baff. Na komm, zum Ende jetzt. Top. Also Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Zwergpony. Filmhengst. Ciao. Ja, ich denke mal, den Abspann brauchen wir jetzt nicht anzuschauen. Ich denke mal, den kennen wir ja alle. Finde ich immer ganz große Klasse. Ich hoffe, euch gefallen auch die ganzen Outros. Wir geben uns da immer richtig Mühe. Und ja, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, so auf ein Mystery-Paket zu reagieren. Ich wollte jetzt mir einfach mal den Spaß machen. Und ja, nur für den Benny, nur für dich habe ich jetzt mal auf ein Video reagiert. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob jetzt alles geklappt hat von der Aufzeichnung her. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist. Soll ich lieber auf Pause machen, wenn ich was sagen soll? Oder einfach mal so ein bisschen reinquatschen, um unnötig alles in die Länge zu ziehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hoffentlich, Benny, ich hoffe, dir hat es gefallen. Und noch besser, Fritz, ich hoffe, dir hat das gefallen. Und Grüße an die Lea, ne? Ja, dem ist jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Ich denke mal, ich werde die Sache jetzt hier beenden. Und ihr habt es ja auch gehört von Benny. Mit der Discord-Gruppe. Es ist wirklich so. Also kommt in die Discord-Gruppe und ihr seht das jetzt dann selbst. Und allein, wenn wir da ne, am Kommunizieren sind oder uns abends am Treffen sind, in Video und Bild, also in Bild und Ton, sind wir dann am Quatschen, wie so ein digitaler Stammtisch quasi abends. Ja, kommt auf jeden Fall vorbei, habt Spaß. Es lohnt sich definitiv. Und ich hoffe, euch hat die Reaction hier gefallen. Ist noch ein bisschen befremdlich für mich hier und ja. auf Wunsch tue ich ganz gerne nochmal auf einen von meinen fucking Freaks-Kollegen reagieren. Obwohl ich gerade so ein bisschen am Liebäugeln bin, da ist ein neues Video von Picker draußen, dann habe ich immer noch nicht geguckt. Da hat er irgendwie so einen Deal mit dem Hessensammler. Ne? So, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Durchschalten, fürs Vorbeischauen. Ne? Ich meine, die meisten kennen ja das Video hier schon von Benny. Er hat ja auch mittlerweile jetzt schon knapp 550 Abonnenten. Ganz große Klasse. Ja, ich drücke jetzt mal hier auf Aufnahmestopp. Ich sage auf jeden Fall mal, bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler. Horido!